Mein Arbeitsalltag ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich komme in der Früh in die Arbeit, schaue mal, was steht so alles an, organisiere mich selbst. Dann gibt es verschiedene Besprechungen, Webex-Termine möglicherweise. Ich bin ja im psychiatrischen Bereich tätig. Bei uns ist es schon so, dass es eine klare Struktur gibt auf der Station. Es gibt einen geregelten Tagesablauf, aber natürlich kann man sich in diesem Bereich trotzdem individuell bewegen. Ich bin zum Teil auch in den Landeskrankenhäusern prüfend unterwegs oder auch beratend unterwegs. Wir machen auch sehr viele Beratungsleistungen. Bei uns ist es generell so, dass es unterschiedliche Dienstzeitenlegenden gibt. Es ist möglich, dass man Wünsche abgibt. Hat man zum Beispiel ein Kind zu Hause, das man in der Früh jetzt in den Kindergarten bringen muss, ist es möglich, dass man erst um 8 Uhr mit der Arbeit beginnt. Meine Arbeitszeiten sind so geregelt, dass wir eine Gleitzeitvereinbarung haben. Das heißt, für mich ist es relativ flexibel, wann ich in die Arbeit komme, ob jetzt eher früher oder später beginne oder auch mal etwas länger bleibe. Das macht es eigentlich auch sehr gut vereinbar mit Familie, mit Freizeit, mit Freunden. Ich arbeite am LKH Graz 2 Standort Süd. Ich würde unser Krankenhaus auch generell familiärer beschreiben. Bei uns funktioniert die abteilungsübergreifende Arbeit dadurch wirklich sehr gut. Wir haben hier insbesondere bei uns in der Abteilung die Möglichkeit, Menschen unterschiedlichen Schlages anzutreffen. Wir haben ein sehr gutes intermenschliches Arbeitsklima. Wir machen sehr viel auch außerhalb der Arbeit zusammen und haben einen sehr guten Zusammenhalt. Mit meiner Führungskraft habe ich ein sehr gutes Übereinkommen und gutes Verständnis. Also da gibt es einen sehr direkten und konstruktiven Dialog. Als Team-Events gibt es bei uns natürlich eine gemeinsame Weihnachtsfeier, wo jetzt alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Zentraldirektion dabei sind. Natürlich kommt es immer wieder vor, dass man mal spontan nach dem Dienst gemeinsam was trinken geht oder was essen geht. Und es gibt da unterschiedliche Teamveranstaltungen bei uns. Wir haben jährlich unseren Betriebsausflug und wir nehmen auch immer wieder bei Lauf- oder Sportveranstaltungen teil. Was mir am meisten Spaß an der Arbeit macht, ist einfach, dass die KGS so unglaublich viele verschiedene Facetten hat und Bereiche hat. Und man kann wirklich jetzt von medizinischer Expertise über pflegerische Inhalte bis hin zu wirklich IT, Technik, Bau ganz viele unterschiedliche Themenbereiche kennenlernen. Es ist die Vielfalt gerade in der Chirurgie, wo man die Möglichkeit hat, hochkomplexe Operationen auf höchstem Niveau anbieten zu können und insbesondere, was mir sehr am Herzen liegt, die Lehre, junge Leute zu motivieren, voranzutreiben und den schönen Beruf der Chirurgie zu ergreifen, indem man einfach vorlebt, was Chirurgie wirklich ist.